Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's Aubertin und heute gibt es mein Skystriker Deck Profile für das August Format von 2019. Das Deck hat ja einen kleinen Hit bekommen mit Multiroll zu 1 und ich würde euch einmal zeigen, wie ich das Deck hier spielen möchte und wie ich denke, dass es die beste Variante ist, die man halt aktuell spielen kann. Das Deck ist darauf ausgelegt, dass es halt Second geht. Wir spielen trotzdem keine Handdraps in dem Deck. Und ich zeige euch einmal, warum wir das so machen und wie das funktionieren sollte. Das Deck ist extrem budgetfreundlich, wie fast alle meine Decks. Das Deck kostet fast nichts zu bauen. Die einzigen Karten, die ein bisschen teurer sind, sind ein paar Karten, auf die ich gleich eingehe. Wir starten ganz klassisch mit 3x Ray. Das ist unsere Karte, die wollen wir auf jeden Fall irgendwie immer sehen, weil die ermöglicht es uns, in unsere ganzen Skystriker-Karten zu gehen. Und wenn ihr einmal eine Ray in eurem Friedhof habt, habt ihr immer die Möglichkeit, wenn ihr Skystriker-Karten auf den Friedhof gehen, dass ihr die recyceln könnt mit Ray. Das heißt, Ray kommt immer wieder zurück, kann das Quick-Effekt sich selber auf den Friedhof legen und dann eine Skystriker-Karte beschwören. Ist, denke ich, nichts Neues mehr für die meisten Leute. Skystriker ist ja schon seit Jahren, seit über einem Jahr im Meta vertreten. Dann spielen wir natürlich dreimal unsere Engage. Das ist eine der teureren Karten, aber die geht mir halt auch nur 10 Euro, das heißt, die ist auch nicht mehr so teuer. Die 3 zu spielen ist auf jeden Fall wichtig. Die sucht jede Skystriker-Karte in unserem Deck und kann, wenn ihr 3 Zauberkarten habt, eine Karte ziehen. Das ist eine Bonuskarte, ist also sehr, sehr gut. Dann machen wir weiter mit dreimal den Witwenanker. Dadurch, dass Multiroll jetzt auf 1 gegangen ist, müssen wir auf jeden Fall 3 Witwenanker spielen, damit wir immer auf jeden Fall die Möglichkeit haben, einen Witwenanker zu resolven, um auf die extra Pace zu gehen, die wir halt im Deck halt haben. Das gleiche gilt für die nächste Karte, die auf jeden Fall ziemlich unterschätzt wird, meiner Meinung nach. Und das ist die Haikanone, also die Shark Cannon. Auch die hat dieselbe Funktion wie Witwenanker. Wir klauen quasi dem Gegner die Ressourcen und geben uns selbst ein Monster. Wir können die quasi alle in Sequence chainen, dass wir kriegen also mit den verschiedenen Monstern hier, mit den verschiedenen Karten, verschiedene Monster aus Feld. Das ist, finde ich persönlich, ziemlich gut. Dann spielen wir dreimal die Null-Koordinate. Das ist unser Weg, um Ray zu spezialbeschwören, um halt auf die Skystriker-Plays zu gehen. Die ist wirklich wichtig und wir können halt damit auch Skystriker-Karten von unserem Deck hinzufügen, wenn wir halt eine Karte auf den Friedhof schicken. Und der Effekt auf den Friedhof schicken ist in dem Deck auch ganz wichtig, weil wir damit verschiedene Effekte triggern können. Und wenn wir das mit Ray machen, wenn wir Ray triggern, wir den Effekt von Ray aktivieren, was Spezial beschwören, geht Ray nicht auf den Friedhof, sondern wir kriegen Skystriker-Monster und halt den Duality-Effekt quasi. Dann spielen wir dreimal Karte des Untergangs. Dadurch, dass wir jetzt wirklich noch eine Multiroll haben, müssen wir gucken, dass wir unsere Skystriker-Karten alle irgendwie auf die Hand bekommen. Ihr resolvt normalerweise Karte des Untergangs nicht vor eurer Battle Phase, das ist ganz wichtig. Und eigentlich habt ihr schon speziell beschworen im gegnerischen Spielzug mit Ray. Das heißt, ihr habt eure Skystriker-Karten eigentlich schon und der Rest ist quasi einfach nur Protect the Castle. Und deshalb ist die halt wirklich gut. Wir können halt in der Runde keinen Schaden machen, nachdem ihr die aktiviert habt. Und ihr könnt nicht spezial beschwören in der Runde, deswegen ist das ist ein zweischneidiges Schwert, aber es ist trotzdem eine Karte, die potenziell plus 2 gehen kann. Dann spielen wir dreimal Super Polymerisation. Eine richtig gute Karte. Die ist im Deck halt wirklich schon wichtig, weil wir können mit ihr einfach auf Utopia Double gehen, weil wir spielen Matt Dragon im Extra Deck. Und einfach eine gute Karte, um Boards zu outen. Und die ist halt auch nicht uns betören. Das heißt, ihr könnt das halt so aufmachen, wie ihr die halt handhabt, wie ihr was abwerfen könnt. Ist also echt ganz, ganz nett. Dann kommen wir zu One of Heaven vom Skystriker Deck. Die eine Multiroll, die uns übrig geblieben ist. Die settet unsere ganzen Skystriker Karten am Ende von unserem Spielzug wieder verdeckt. Die ist wirklich essentiell. Dann spielen wir die eine Hornet Drones, das ist quasi unsere vierte Ray, mit der können wir was Spezial beschwören. Dann gibt es halt Afterburners und Jamming Waves, das sind unsere Removal Options. Ich würde erstmal
in dem Deck immer beide spielen. Weil wir die notfalls raushalten können, wenn sie nicht gebraucht werden. Aber da wir in Game 1 ja nicht wissen, gegen was wir spielen, würde ich erstmal die Möglichkeit haben, auf alle Sachen zu gehen. Das ist auch der Grund, warum ich diese Karte spiele, Vektorexplosion. Weil mit der können wir quasi Extra-Deck-Monster in der Extra-Monster-Zone wieder zurück ins Extra-Deck mischen. Und wir kriegen mit ihr Access zu 3 Spells im Grave. Das ist halt echt nicht verkehrt. Also ihr müsst vor ihr immer eine andere Zauberkarte aktiviert haben, damit der Effekt wirklich nachher auch resolven kann. Die Sache ist halt die, der Effekt von ihr sendet die 2 obersten Karten von Deck beider Spieler auf den Friedhof. Und wenn ihr dann 3 oder mehr Zauberkarten auf dem Friedhof habt, werden die Extra-Deck-Karten von beiden Spielern zurück ins Extra-Deck gemischt. Das heißt, sie gibt euch 2 Zauberkarten in den Friedhof, das ist halt echt gut, weil wir spielen fast nur Zauberkarten. Das heißt, dass ihr keine Zauberkarten in den Grave bekommt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen ist die Karte halt echt gut. Dann spielen wir noch die eine Heklus-Basis. Ist, denke ich, auch ein No-Brainer. Ihr müsst Kagari irgendwie recyceln oder eure anderen Karten irgendwie wieder zurückkriegen. Genauso wie die Multi-Raw, wenn nicht gebanished wird oder so. Und die eine Art-Analyse, um halt unsere Plays zu protecten. Das ist die One-Off-Lineup der Skystriker-Karten. Und ich würde quasi auch alle diese Karten spielen als One-Off. Multi-Raw logischerweise auf 3, wenn das gehen würde. Aber geht ja leider nicht mehr. Dann spielen wir noch 2 Pot of Desires. Ist ein bisschen risky in dem Deck, weil wir noch eine Multi-Raw haben. Aber die kann euch quasi dahin bringen, wo ihr hin müsst. Weil es ist eigentlich scheißegal, was ihr banischt in eurem Deck. Die ganzen One-Offs sind jetzt nicht so entscheidend. Die Super-Volis könnt ihr auch eigentlich banischen. Ihr müsst dann gucken, dass ihr Multi-Roll irgendwie vorher gesucht habt. Dann spielen wir 2-mal theoretische Begräbnisbeigaben und 1-mal die Metal Force Fusion. Denke ich, No-Brainer. Ihr kriegt mit ihr 2 Spells in den Grave. Und dann kriegt ihr nachher noch einen Draw. Das ist halt echt nie verkehrt. Dann spielen wir noch 2-mal MST. Ich wollte eigentlich 3 spielen, habe mich aber für 2 entschieden, weil ich unbedingt auf 40 Karten kommen wollte, dass ich nicht mehr habe als 40. Deswegen spielen wir 2 MSTs. Ihr könnt auch Twinwisser spielen, aber ich würde immer den MST spielen, weil ihr könnt euch eigentlich den Discard nicht erlauben. Dann spielen wir noch einmal einen Rotor für unsere Ray, dass wir die suchen können. Eine Landform für unsere Nullkoordinate. Eine magnetische Umkehr, falls unsere Gagari oder unsere Shizuku irgendwie gebanished wird, können wir die mit ihr wieder zurückholen und wir können halt mit ihr auf ein höheres Linkmonster gehen, was auch nicht verkehrt ist, wenn wir unsere ganzen Wooder Anchors und Shark Cannons aktivieren und die magnetische Umkehr. Das ist halt echt nicht verkehrt. Dann spielen wir das eine Double or Nothing, also Doppel oder Nichts, weil ich spiele halt das Supertopia Package in dem Deck drin. Ihr seufzt nicht jedes Game, aber wenn ihr es nicht haben wollt, ist wieder ganz lustig. Es ist jetzt nicht die beste Karte, aber ich finde es irgendwie lustig, dass es im Deck halt gut möglich ist, den Gegner zu TK'en. Und dass wir so ein bisschen das Ceiling des Decks ein bisschen erhöhen, deswegen spielen wir die auch auf 1. Und als 40. Karte haben wir einen Upside Goblin. Ist, denke ich, ein No-Brainer. Ihr wollt immer diese eine Zauberkarte haben, damit ihr mehr Spells in den Grave bekommt und die Konstanz ein bisschen zu erhöhen. Dann kommen wir einmal zu unserem Extra-Deck. Da gibt es jetzt nichts wirklich Spannendes. Wir spielen 3-mal Shizuku. Mit ihr ähnelt sie eigentlich immer, deswegen spielen wir sie auf 3. Weil die gegnerischen Monster-ATKs ein bisschen reduziert und wir mit ihnen in der Endphase suchen können. Dann spielen wir die eine Kagari, die noch übrig geblieben ist von der Bandlist. Die addet euch aus dem Grave. Die eine keiner. Ich habe schon viele gesehen, die auf 2 spielen. Ich persönlich finde, das ist ein komplettes One-Off. Weil ihr macht sie einmal im gegnerischen Spielzug vielleicht. Oder als Stepping Stone, aber auch das kann man, muss man nicht. Wenn ihr sie unbedingt wieder haben wollt, könnt ihr sie mit Heracles Base recyceln, aber ich sehe den Grund dahinter nicht mehr als eine zu spielen. Und ich spiele 2 Hayate. Hier könnt ihr sagen, okay, man kann sie auf 3 spielen. Ich sag, 2 reichen vollkommen aus. Also ihr braucht sie eigentlich für den Damage, um etwas in den Friedhof zu legen. Und dann halt auf Kagari zu gehen und dann Shizuku, aber das war es eigentlich schon. Mehr macht sie dann auch nicht. Das haben wir mit den Skystriker Extra Deck Monstern. Dann kommen wir zu dem einen Nightmare Phoenix. Ist, denke ich, ein No-Brainer.
denn ein Topologic Bomber Dragon. Auf ihn geht ihr auch selten, aber es kommt auf das Matchup an. Wenn ihr wirklich ein Matchup habt, wo das halt sinnvoll ist, dann macht es, wenn ihr halt First gehen solltet und ihr spielt halt gegen Thunder Dragons, dann ist die halt echt gut, also gegen Crusader ist die halt auch echt gut. Und ihr habt ja die Art, die so mit zu protecten, deswegen ist die Karte in sich halt auch extrem stark. Und wir spielen einmal den Boltsword Dragon für den OTK, falls wir das mit der anderen Karte nicht hinbekommen, die jetzt gleich kommt. Das ist das Utopia Package, einmal normales Utopia, einmal Utopia Double. Also ihr overlayt 2 Level 4 Monster, macht Utopia Double, Surf mit Top Double, Double or Nothing. Dann legt ihr Utopia oben drauf, greift an, annulliert den Angriff, dann hat er 10.000 und dann greift ihr für Game an. Das ist zumindest die Theorie. Dann spielen wir noch 3 Instant Fusion, Super Poly Targets. Wir spielen einmal den Hungergift Fusionsdrachen und zweimal den Schlammdrachen. Wir spielen den zweimal wegen dem Utopia Package. Deshalb spielen wir den zweimal. Ihr könnt theoretisch, das kommt von, hängt von eurem lokalen Meta ab, anstatt dem einen Mud Dragon auch Deeplex Chimera spielen. Das ist das Cybus Fusionsmonster. Wenn ihr also viele Marinensis oder viele Salamangit Sachen habt, könnt ihr auch Chimera spielen und Deeplex. Ich finde die Sachen ganz gut, weil die ziemlich generisch sind und eigentlich fast jedes Deck irgendwie sowas hier raushaut. Deswegen würde ich immer diese Ratio spielen. Ja, dann würde ich sagen, das war schon mal einen kurzen, knappen Deckprofile von meinem Sky Striker Deck. Gibt nicht viel zu sagen. Ich denke mal, das Deck ist an sich ziemlich interessant, wie ich es jetzt gebaut habe. Es ist immer noch ein richtig starkes Deck, obwohl Mushroll und Kagaria beide auf 1 sind. Ich glaube, wenn diese Karte hier. Wo ist sie? Also diese beiden Karten hier nicht auf 0 oder auf 1 gehen, wird das Deck auch noch relativ lange so bleiben. Ich glaube, wenn die Engage auf 1 gehen sollte, wird das Deck halt deutlich, deutlich schlechter. Aber dann würde ich sagen, das war's für heute mit meinem Deckprofile von den Skystrackern. Lasst mir nochmal ein Like und ein Abo da, falls ihr in Zukunft mehr Deckprofiles oder mehr Videos von mir sehen wollt. Custom-Kartenzeug kommt auch noch bei mir auf dem Channel. Halt nur ein bisschen weiter nach hinten versetzt. Dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein. Ciao Leute.